Mahlzeit Leute, herzlich willkommen zurück zu Jagged Alliance 3. Die Vorbereitungen sind getroffen. Heute geht's rund. Heute marschieren wir mit allen drei Trupps, Alpha, Bravo und Charlie, ins Flüchtlingslager. Dann schauen wir mal, was uns dort erwarten wird. Also ausgerüstet und ja, alles soweit gemacht haben wir in der letzten Folge. Von daher kann ich weiterlaufen lassen. Die Trupps treffen zeitgleich ein, haben wir koordiniert. 16 Söldner gegen das, was hier auf uns warten wird. Über dem Flüchtlingslager steigt Rauch auf, da stimmt was nicht. Und das schauen wir uns jetzt an. So, hier wären wir. Und bevor wir jetzt hier hochmarschieren zu diesem Colonel. Schauen wir uns erstmal an, was hier überhaupt gerade passiert ist. Also wir bewegen mal den Trupp. Genau, Le Colonel. Aber das werden wir erstmal noch abwarten. Erstmal schauen, was wir hier noch finden. Und hier gibt es nämlich jede Menge. Erstmal eine Diamantenlieferung. 12.000 verkaufen wir direkt. GC-Franken. Können wir gebrauchen. Medikamente. Munition. Come on. So, und dann sehen wir hier, dass hier schon das ein oder andere Unangenehme hier passiert ist. Hier liegen überall Leichen. Medizincheck fehlgeschlagen. Das heißt, wir nehmen jetzt mal Fox. Это еще что? Иприт против мирного населения? This is фашизм проклятый. Okay, jetzt war der irgendwie, sie ist in einem einem schmerzhaften Tod gestorben, stand hier eben noch mit dabei. So, was haben wir hier? Das ist eine Granate, da brauchen wir jetzt einen Sprengstoffexperten. Gehen wir mal auf Fidel. Hier befindet sich Fragmente einer Giftgasgranate mit einer tödlichen Chemikalie. So, was haben wir hier? Not a job for just anyone, but it might help some folks out. Okay, da haben wir jetzt, glaube ich, gerade. Jawohl, die Diamond Red Mine, Einkommen stark erhöht. Wir haben neue Arbeiter rekrutiert quasi für die Diamond Red Mine. Right on! Can do. So, wie gesagt, wir laufen hier mal alles ab, schauen uns alles gründlich an, bevor wir mit diesem Colonel reden. Ich glaube, man bekommt dadurch dann auch mehr Gesprächsoptionen, wenn wir hier alles untersuchen. So, hier sind weitere Leichen, also brauchen wir wieder einen Arzt. Wortwitze und ein Messer findet sie hier, okay. Was war das hier nochmal? Erhöht Führungsqualität. Tor. Ah komm, wir bringen Hitman mal auf 60 bei der Führungsqualität. Learning new things all the time, Ace. Das ist gut. Und ein ausbalanciertes Messer. Ich glaube. Hat Steroid da nicht schon irgendwas? Genau. Können wir stacken. So, weiter geht die Suche und ihr seht überall tote Zivilisten. Take a deep breath. And release. Gut, und dann, ja, dann werden wir uns mal langsam aber sicher auf die Konfrontation hier vorbereiten. Ihr seht, das sind alles Soldaten hier. You're the boss. Got it. Halt! Who are you? Ah, that's mercenaries. Report to the colonel. Naja. Na, wir schauen uns erstmal noch um, bevor wir mit eurem Colonel sprechen. Okay, hier finden wir leider auch nichts mehr. Ich glaube, dann haben wir soweit alles. Ah, da hinten ist noch was, ne? Nochmal eine Granate, also. Okay, nehmen wir nochmal Fidel. I think I got something here.
Nicht explodierte Giftgasgranate, wahrscheinlich äußerst instabil. Tixa Ink steht da drauf. Wir entschärfen das Ding mal. Wenn man sie vorsichtig zu der drängt, wird die Waffe deaktiviert. Okay, was haben wir hier? Hier ist das der. Ist das der Anführer, der Medizinmann? Ich glaube ja, also bringen wir hier mal. Ja, ja, Fidel, du darfst gleich schießen. Weisheitscheck fehlgeschlagen, erschossen, während alle anderen das Gas erwischt hat. Okay, Weisheitscheck, Weisheit, nehmen wir unseren Hallo. Tor. Weisheitscheck, wegen der nicht explodierten Granate hat der Schamane wahrscheinlich den Gasangriff überlebt, nur um später erschossen zu werden. Anscheinend hat er vor seinem Tod mit letzter Kraft und eigenem Blut eine chemische Formel aufgeschrieben. C4 blablablub. Okay, das dürfte wahrscheinlich hier in die Notizen gewandert sein. Schauen wir uns mal an. Das Flüchtlingslager. Okay, hier sehen wir erstmal, wer alles tot ist. Pepe, Antoine, Claudette. Pepe ist Pepe. Ja, Pepe war der Schamane und Claudette war die Dame, die wir befreit haben und Antoine war ihr Bruder. Also das, okay. Was haben wir hier oben noch? Corazon hat versprochen, im Flüchtlingslager alles zu erklären. Im Flüchtlingslager ist was Schreckliches geschehen. Die Menschen im Flüchtlingslager wurden mit einer Chemikalie vergiftet. Flüchtlingslager wurde mit Senfgas bombardiert. Es ist Zeit für eine Erklärung. Okay. Und die holen wir uns jetzt. Diamantenmine, angeheuerte Bergarbeiter aus dem Flüchtlingslager, hohe Loyalität, Einkommen in Diamond Red stark erhöht. Das ist auf jeden Fall auch eine gute Sache. Und jetzt ist es an der Zeit, mit ihm zu sprechen. Aber eine Sache ja. werden wir jetzt natürlich vorher noch machen. Und ja, ich gebe es zu, ich habe die Erfahrung. Ja, ich hab das hier ja mehr oder weniger ein paar Mal versucht, damals mit einem noch viel, viel zu schwachen Trupp. Deswegen weiß ich, was auf mich zukommt und werde das entsprechend mal vorbereiten hier. Also, Meltdown, geh mal bitte hier hin. Leg dich mal hier ab. Yes. Und dann sollten wir vielleicht uns hier ein bisschen verteilen, ja? Of course. Hey man, what's up? Слушаю, иду. What's up, player? Your decisiveness is inspiring. Yeah, I go. Yo. Can do. Yeah? Got it. Okay. I be listening. Gut. Moving. Hm? I love a good walk. Hm? Oh, yes. Hm? So, und dann werden wir What? Jetzt das Gespräch suchen mit Colonel Fauchot. My name is Colonel Jules Fauchot. As a commander of Grand Chien's military forces in the Adjani region, it is my responsibility to deal with the war atrocities that took place here. Mhm. Okay. Wir fragen als erstes mal, wo Corazon Santiago ist, denn die wollte uns ja eigentlich hier treffen. She won't be coming, but she sends you her regards. So, so. Was ist hier passiert? Hundreds of innocent refugees and other civilians have been killed by a chemical weapon. Mein Gott! So many bodies! This violent craven attack on the people of Grand Chien is to be considered a war crime, because it was committed by an unsanctioned paramilitary group. Mhm. Von einem paramilitärischen Trupp wurde das verübt. Wer hat das getan? You did this. You and your merc friends attacked diamond mines that are the property of the Republic of Grand Chien. No, 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 man. There is some misunderstanding.
Then you used slave labor to operate them. And when the local population rebelled against you, you killed innocent civilians in a show of force. And now you have the audacity to return to the scene of the crime. I don't know how to tell you this, Chief, but not one word of that is true. Ja, also ihr merkt, worauf das Ganze hinausläuft. Diese Santiago Corazon, die war mir ja von Anfang an suspekt und die hat hier ein falsches Spiel gespielt und will uns jetzt, also arbeitet jetzt scheinbar hier mit dem Militär von Grandjean zusammen, planen einen Putsch oder was auch immer und schieben uns jetzt dieses Kriegsverbrechen hier in die Schuhe, also als hätten wir dieses Flüchtlingslager mit Senfgas bombardiert. Okay, was ist mit ihrem Präsidenten? La Fontaine is a fool. He thought he could run a government in which the fox and the chicken can work together in harmony. It was only a matter of time before he paid for his childish idealism. The Major's little kidnapping actually saved Alphonse's life for a while. But it doesn't really matter. The coup was already in motion. All we needed was some time and money. Okay, also der Putsch vom Militär und Santiago waren schon vorher geplant und dass der Major den eigentlichen Präsidenten entführt hat, hat ihm sogar temporär mal das Leben gerettet, denn ja, sie hätten ihn wohl erschossen oder beseitigt. Niemand wird ihnen glauben. You think? Let's examine the facts. You are foreign mercenaries. Paid by Adonis, a foreign corporation, to capture our diamond mines. One of those, Diamond Red, was guarded by Grandjean troops when some of your people attacked it. Wasn't us, Colonel Fuckshoe. It was that moron Biff Apscott and his gang of dumbasses. I know perfectly well that it was done by the people from Merc. But the general public doesn't care about such nuances. You will take the blame for it, as well as this massacre, and I will have the perfect reason to intervene and restore order. Mhm. Sie arbeiten für Corazon Santiago. Not for, but with. She is useful. For now. There is much that can be achieved with my soldiers and her money. Not anything good, I wager. Tja, was machen wir? Ihr Feind ist der Major. No. His legion is a collection of criminals, able to terrorize citizens of the Ajani, but not much more. I'm surprised you haven't finished them off by now. Apparently, you're far less capable than I presumed. And I presumed very little. The Major is evil! Don't you care about that sort of thing? We wanted to use the Major as a scapegoat, but too many people believe his patriotic bubble. You, however, a group of corporate-sponsored mercenaires, are the very symbol of foreign oppression. You fit marvelously. Tja, also so schnell kann sich das Blatt drehen. Am Ende ist der Major vielleicht gar nicht so schlimm, wie es die ganze Zeit gewirkt hat. Vielleicht ist der Major mit seinem patriotischen Geschwätz ja eher der hier noch besser wäre für Grosjean als das Militär. Na gut, sie werden dafür bezahlen. Negativ. Someone else will pay the bill. As for you, you have been bought and sold already. You have been useful pawns. But like all good pawns, you will be sacrificed. While I choose to believe he did not mean that in a literal way, it may be prudent to start thinking of exit strategies. Cher soldier, back at yourself. Les mercenaires have committed war crimes against our country. I proclaim them to be enemies of the state. Lieutenant, take command of the squad and shoot them. I'll have your report when it's done. Sir, yes, sir.
me in a pincer. So. Jetzt geht's rund hier. Many agents of enemy. Придется повозиться. So, tja, wie gesagt, stelle mich jetzt hier nicht hin und sag, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich wusste genau jetzt, was auf mich zukommt. Das Problem damals, ich weiß nicht, ob ich es damals da schon groß angesprochen habe, das Problem damals war, dass unser Trupp, erstens bin ich da mit 5 oder 6 Mann rein, zweitens war das Problem die Bewaffnung teilweise noch, also Waffen zu schlecht, Waffen noch nicht gut genug modifiziert, aber das Hauptproblem war die Munition. Denn fast alle dieser Soldaten sind jetzt gepanzert oder zumindest, was heißt die Stufe davor, gerüstet oder sowas. Warte mal, lass uns mal kurz schauen. Das hier. Genau, da wird jetzt, wir durchbohren jetzt die Rüstung, aber warum? Weil wir panzerbrechende Munition drin haben und die hatte ich damals noch nicht. Und ohne panzerbrechende Munition macht man dann teilweise, selbst mit einem Treffer auf dem gepanzerten Kopf, nur 8-9 Schaden oder sowas. Und da hatte ich absolut keine Chance, diese Truppe runterzuschießen. Das Ganze wird jetzt wahrscheinlich anders aussehen. Und im schlimmsten Fall wird das Ganze jetzt hier ein Spaziergang und ihr sagt, naja gut, was war doch Pillepalle, vor was hast du denn hier die ganze Zeit gewarnt? Aber klar, jetzt stehen wir hier mit 16 Söldnern, die top ausgerüstet sind. Das ist halt eine andere Nummer. Gut, fangen wir an. Hier haben wir 5 Angriffe mit Maschinengewehr, sobald die sich bewegen. Wir haben hier einen stehen, Kalina. Dahinter ist einer. Ja, ich würde sagen, packen wir uns mal den Leutnant hier. Und wird 96 in den Kopf. Ihr seht auch, auch daran sieht man schon, auch die HP, die sie haben, sind deutlich höher. 96 Schaden und er ist noch nicht mal auf fast tot, sondern erst auf schwer verletzt. Also das sind halt auch Dimensionen, die bei der Legion, ja, wäre der natürlich direkt gefallen. So. Barry. Da ist die Frage, Barry könnte natürlich mit dem... The zombie apocalypse is upon us! They're everywhere! Okay. Now watch this, man. So, was schießen wir dir? Gepanzert. Also blau ist gepanzert. Und er kommt nicht durch. Ne? Hier sieht man schon, er hat nur normale Standardmunition. Das heißt, er wird hier wenig Schaden machen. Also versuchen wir es auf die Arme oder ich nehme ihn mit der Handgranate. Das ist natürlich auch eine Option. Da unten ist ein Medic. Ist vielleicht auch... Kriegen wir hier irgendwie beide? Nein. Okay. Und dann machen wir jetzt. Dann schießen wir ihm jetzt noch auf den Arm. Aber vielleicht mit einer Salve auf den Arm. Genau, damit ist er zumindest mal auf ungenau. So, Livewire. Lass uns hier mal laufen und schießen machen. Was hat sie drin? Sie hat natürlich auch nur die Standardmunition. Sie wird auch wenig Schaden machen. Aber dreimal schießen reicht dann bei ihm auch zum Kill. Sehr gut. Hier. Einen kann sie noch. Gehen wir ihm auch auf die Arme. Good job. Keep it up. Just gotta catch my breath.
So. Ja, das sind. Manche sind hier schon. Manche haben hier schon irgendwie Atemprobleme, ne? Wer hat hier eben. Von, ich weiß gar nicht, von wem der Spruch kam. Too much negative energy from our enemies. So, wir gehen mal mit Thor hier drauf. My mind is focused, my body is relaxed. Ah ja, guck mal, und das ist jetzt noch besser. Gepanzert. Ja, und zwar alles. Der komplette Körper, inklusive Kopf, ist gepanzert. Macht mit Thor hier also wenig Sinn. Schauen wir mal bei Barry. Barry hat panzerbrechende Munition. Der kommt hier durch. Fidel hat auch keine Panzerbrechen. Wolf hat Leuchtspur. Oh. Oh, wir haben ja noch den hier. Rakete. Vielleicht fangen wir mal mit der an, hä? Huh? Mal aufpassen. Oh. Chance auf Risiko gering. Naja, okay. Aber der Typ, der hier am Baum stand, ist tot. Das war so nicht geplant. Wo stand er denn, der Igor? Von wo hat er denn geschossen? Ach nee, Asteroid war das. Okay. Hier an den Baum, der Typ ist weg. Gut. Mehr kann er nicht. Mm-hmm. Wir brauchen jetzt jemand noch mit Panzer brechend, um hier gegen den... Dann machen wir es mit Barry. Good odds of hitting enemy. Oh. 62, schwer verletzt. Haben wir noch jemand? Jawohl, Eis hat auch panzerbrechend. Jawohl, tot. So, jetzt haben wir noch den hier. Auch weg. I'm just gonna say it. I really think that was completely hot. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die jetzt hier alle noch unter... What's on your mind? Fox hat keine Panzerbrechende. Wir gehen mal gegen den da hinten. Ja, komm nicht durch. Der ist gepanzert. Der ist auch gepanzert. Hier oben auf dem Kopf wird man durchkommen bei ihm. Der hat die Arme nicht gepanzert. Oder gerüstet. Der auch nicht. Ich würde sagen, wir probieren es bei ihm auf dem Kopf. 53, sehr gut. Und dann geben wir ihm noch einen. Jawohl. Sehr gut, also die fallen doch ganz gut. Nehmen wir diesen Sergeant hier auf den Oberkörper. 19. Und dann würde ich sagen, geben wir noch einen Unterleibschuss. Jawohl. I'm in trouble. Vicky. Vicky kann auch eine Granate. Ah ja, die hat diesen. Ah, die hat den Dingsgranatwerfer hier. Den. Den Unterlaufgranatwerfer. Wow. Okay, fast tot. Das sollte reichen für Meltdown. It be killing time. Hier könnten wir auf den Kopf gehen. Jawohl. Und noch ablegen. Dann ist... Yeah. Hitman haben wir noch. Hitman. Hier unten kriegen wir den. Good as gone, Ace. Jawohl. Auch direkt weg. Ja, sieht gut aus. Igor Dovich. I make Uncle Ivan proud with this shot. Ja, ist ein bisschen weit. Aber er hat keine Gratisbewegung.
14. Ich würde sagen, wir mal ein bisschen rangehen. Komm, wir gehen die 2 nach vorne. Jawohl. Und dann geben wir ihm auf die... nochmal auf den Oberkörper. Und nochmal auf den Unterleib. Gut, der Druck ist durch. Hier haben wir noch Thor und Alpha und Wolf haben wir noch. Drei Mann haben wir noch. It's me, Thor. Thor, der ja keine Dings hat, keine panzerbrechende Munition, aber ich glaube. I am one. Wir geben mal. Es ist schwierig. Wie sieht's bei ihm aus? Auch nur auf dem Kopf. Und bei ihm auch auf dem Kopf. Den da unten treffen wir gar nicht, oder? Nee. Dann probieren wir den hier. Ja. Jawohl, schwer verletzt. Wunderbar. Yes? Alpha hat eine. Oh, der hat die coolen Dinger hier von Barry, ne? Jawohl, den hat's zerlegt. That was almost as good as I would have done. Den hat's zerlegt, dann. Moving to position. Haben wir jetzt nur noch Fidel. Und ne, Fidel und Wolf. Yo, Wolf. Da steht er. Wir können mit einer Gratisbewegung hier hin. Pay close attention now. Schau mal, dem können wir auf die Arme. Oh. Oh, was ist los, Wolf? 13. Naja. Einen haben wir noch. Fidel. Wirf 2 Granaten gleichzeitig, aber dann, ja, geht auf den gleichen Bereich. Wir werfen ihm noch eine vor die Nase. Okay, dann. Damit ist das auch erledigt. Und dann haben wir noch einen Schuss. Ich würde sagen, versuchen wir den. Fast tot. Okay, das ist alles, was noch steht. Wir wenden den Zug hier unten. Genau, das ist der Grund, warum ich die Gasmasken wollte. Denn die Senfgas-Attacken, die gehen weiter. Also, da kommen jetzt Senfgasgranaten. Wenn wir da drin stehen, dann würde es richtig böse enden. So, der läuft nach hinten weg. Macht einen Overwatch. Und die beiden, die müssten sich jetzt bewegen. Okay, wieso hat es nur einen Schuss? Egal. Das Thema ist jetzt natürlich durch. Got a clear shot here. Wir haben Igor, der den ablenkenden Schuss hier machen kann. Молодец, племянник. Игорь из Долвич. Genau. Und dann können wir hier Maschinengewehr drehen. Und dann, gepanzert. Ja, da kommen wir nicht durch, ne? Oder? Wir schießen mal. Doch, kommen wir. Jetzt ist er in Panik. Und er kriegt die nächste Salve. Und damit ist es nur noch der Bursche hier unten. Lassen wir Fox machen. Jawohl. Und
Damit gibt es einen Stufenaufstieg für Fox, jede Menge Erfahrung. Und das war's. Ich gebe zu, es sah jetzt wirklich aus wie ein Spaziergang. Aber ja, auch wirklich nur, weil ich wusste, was auf mich zukam und wir entsprechend vorbereitet waren. Wir plündern mal. Ein großer Diamant. Metaviron und eine weitere Gasmaske. Kann man die Gasmaske auch hier unten reinpacken? Nee. Aber den. Der Druck ist voll. Yo. Wolf, was finden wir hier unten? Chief. No sweat. So. Don't tease me. So, wir haben hier Waffen, aber auf einer, ja, in einem schlechten Zustand. Die werden wir alle zu Schrott verarbeiten. Ja, sehr schön. Noch ein Metallrohr. Meltdown here. Warum die beim ersten Zug nur auf einen geschossen hat, erschließt sich mir nicht ganz, weil eigentlich hätte, es stand glaube ich die ganze Zeit dabei, 5 Angriffe. Und dann kam ein Schuss, den hat sie getötet und bei dem anderen war plötzlich der Overwatch abgebrochen. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, an was das lag. Verstehe ich nämlich ehrlich gesagt nicht ganz. So. You got it. So, das sollten wir jetzt hier auch noch mitnehmen. Und dann haben wir es hier, ne? Wir gucken mal jetzt in die Notizen. So, Hinweis. Colonel Fauchot hat den Angriff mit chemischen Waffen auf das Flüchtlingslager befohlen. Das ist ein Hinterhalt. Corazon erscheint nicht im Sektor Flüchtlingslager. Ergebnis, den Hinterhalt überlebt. Gut. Und sonst noch was? Verschwörung. So, und jetzt kommt der Einsiedler wieder ins Spiel. Ihr erinnert euch, das ist dieser Pilzmischer, der hier ein paar Soldaten damals, ne, beziehungsweise keine Soldaten, sondern die von der Legion vergiftet hat mit den Pilzen. Der kommt jetzt hier irgendwie noch mal ins Spiel zu dieser Verschwörung. Corazon Santiago und Colonel Fauchot haben einen Staatsstreich gegen Präsident Lafontaine organisiert und beabsichtigen, Merck und AIM die Schuld an Kriegsverbrechen in die Schuhe zu schieben. Vielleicht kann er uns dabei irgendwie helfen und hat weitere Informationen. Gut, mehr ist es aber hier aktuell auch nicht. Dann können wir diesen Ort hier verlassen, beziehungsweise wir machen noch den Stufenaufstieg von Fox. Was können wir ihr geben? Geschicklichkeit ist bei 100. Wir brauchen aber noch einen dritten Perk im Geschicklichkeitsbaum, damit die 90er Vorteile frei werden. Das heißt, das würde ich dann wohl auch machen. Werde inspiriert, nachdem du 2 Treffer im Zustand Überwachung geladen hast. Okay. 5% zusätzliche Crit-Chance. Gewährt beim Schleichen leicht erhöhte Chance auf zusätzliches Töten. Auf zusätzlich heimliches Töten. Das hat sie doch eh schon, ne? Da ist sie. Mhm. Ja, komm. Überfallkommando. Und jetzt ist es da hinten frei. Sollte sie also den nächsten Stufenaufstieg bekommen, können wir da hinten investieren. Gut. Wir verlassen diesen ekelhaften Ort. Ich guck nochmal ganz kurz, ob noch irgendwas. Ich glaube, da kam jetzt nichts mehr Klickbares dazu. We have agreement. Word up. Nee. Gut, also weg hier schnellstmöglich. Hey, this is Emma. I just saw the TV broadcast about what happened at the refugee camp. I suppose you don't have the time to watch TV, so I'm emailing you a news report. I want to tell you that I don't believe it. I mean, I don't think you could have committed such a crime.
It makes no sense. Something very wrong is going on. I'll talk more about it in the email. Something tells me the radio isn't a safe means of communication anymore. Ja, das glaube ich auch. Also, es gibt, wir haben eine neue E-Mail erhalten und ja, Präsident muss gerettet werden. Corazon Santiago hat früher irgendwelche Geschäfte mit dem Major gemacht und so weiter und so fort. Das schauen wir uns dann morgen gemeinsam an. Also zuallererst mal die E-Mail von Emma und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Eine Sache kann ich euch aber jetzt gleich noch zeigen, denn das Spiel geht jetzt scheinbar, so verstehe ich das zumindest, in eine neue Phase. Denn jetzt ist wohl unser Hauptfeind nicht mehr die Legion, sondern eben das Militär. Und wie ihr hier schon sehen könnt, haben wir Ernie Island verloren. Denn auf Ernie Island ist ja die Villa von Santiago Corazon. Hier irgendwo, ich glaube auf I1. Und deswegen, also Ernie Island haben wir schon komplett verloren. Und jetzt ist hier einiges unterwegs. Vierfach Baldachin, 10 Mann. Und ihr seht, das sind jetzt eben keine Legionstruppen mehr, sondern das sind jetzt Soldaten. Also wir werden jetzt, das war jetzt keine einmalige Sache hier, gegen diese schwer gepanzerten zu kämpfen, sondern das wird jetzt wohl mehr oder weniger Standard. Und ja, ihr seht, was da dann auch dabei ist. Eben auch Medics sind dabei, die dann auch die eigenen oder die Feindtruppen wieder heilen können. Und hier oben haben wir insgesamt 4 Trupps. Also sie scheinen hier in klassischer Musik interessiert zu sein. Mendelssohn, Bach, Händel und Brahms. Das sind 4 Angriffstrupps des Militärs. Und hier sehen wir auch schon, was sie für Ziele haben, nämlich, ja, sie gehen, mehr oder weniger machen die jetzt Jagd auf unsere ausgebildeten Milizen. Ein Trupp, nämlich Trupp Mendelssohn, greift hier oben an. Dann haben wir, na, kriegen wir das angezeigt? Der durchklickt, ne, das ist immer einer. Einer ist immer weiß. Ich krieg nicht angezeigt, welcher was ist. Auf jeden Fall wird hier angegriffen, unsere Milizen in der Stadt und auch unsere sehr, sehr erfahrenen und guten Milizen in diesem Stützpunkt. Es ist jetzt aber halt ein anderes Kaliber, was da angreift. Ne? Es sind eben keine Legionstruppen mehr, die ja im Grunde genommen nichts anderes waren als bewaffnete Banditen. Jetzt kommt das Militär und das wird jetzt wahrscheinlich auch für unsere Milizen eine andere Nummer. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Hoffe, die Folge, die Mission mit dem Flüchtlingslager hat euch gefallen, auch wenn das Ganze jetzt ein bisschen vorbereitet war von meiner Seite aus. Ich kann euch aber eins sagen, ab sofort ist es für mich auch wieder komplett blind. Ich weiß jetzt nicht, was auf uns zukommt. Ich gehe aber mal davon aus, dass es jetzt eine ganze Nummer härter werden wird, als es bisher schon war. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dahin, Leute, haut rein. Tschö, tschö.